Core Gaming Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Academy. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Das Lichtschwert können wir deaktivieren. So, wir sollen hier eine geenterte Bahn retten. Guten Tag, der Herr. Wiedersehen, der Herr. Ah, Wookie. Ich. So, guten Tag, die Herren. Zack. Okay. Ja, den, auf. Retten wir die Bahn. Und nach dieser Mission haben wir eine Mission, die wir nicht wählen können. Also, die Mission hier ist jetzt quasi gerade optional. Die müsste man nicht erledigen. Aber warum sollen wir sie nicht erledigen? Das ist die Frage. Weil dadurch bekommt man ja auch einen Machtpunkt mehr zum Verteilen. Also kann seine Fähigkeiten halt einmal mehr ausbauen. Und so schlecht finde ich das nicht. Ne? Also, ich finde sowas in der Regel dann ganz gut, wenn man sowas machen kann. So viel dazu. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ein Rodianer. Wiedersehen. Nun ist es ein Ex-Rodianer. Da haben wir nichts mehr. Oh, warte. Da sehe ich noch wen. Ja, und jetzt? Oh, nicht schlecht, meine. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, du musst jetzt nicht jedes Mal zeigen, was für ein toller Hecht du bist, ne? So viel dazu. Noch Fragen? Sehr gut. Ah, da oben sehen wir doch wieder direkt ein. Den, boah, Alter, ist das Ding hier am Wackeln, nur snipern wir direkt erstmal weg. Ich liebe das Snipergewehr, ohne Scheiß. Ich bin auch so ein kleiner Sniper offensichtlich, ne, weil das mache ich ja allgemein in solchen Spielen ja gerne. Oh, guten Tag. Oh, warte, du kommst mir gerade ganz gelegen. Ah, viel besser. So, danke schön. Die Firma dankt. Auf Wiederchen sehen. Was willst du denn? Guck mal, die Sarah da hinter einem. Uiuiui. Ich hoffe, auch das schneide ich raus. Ansonsten tut es mir leid für eure Ohren. Stirb, Soldat. Da haben wir ein Mist. Den nächsten Soldaten müssen wir unbedingt als kleine Lebensreserve nutzen. Ist natürlich besser auf der hellen Seite, die Machtheilung. Die braucht halt keinen Gegner, um zu funktionieren. Ah, kann dafür aber nicht über das Maximum hinaus machen, ne? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Also der Nachteil an diesen verschiedenen Kräften. Auf beides zu gehen macht eigentlich keinen Sinn. Aber man braucht wirklich nur eine Fähigkeit, mit der man heilt.
Hier drin ist nichts. Warum gehe ich dann hier rein? Ach, da ist zu. Okay. Hm, Waffen. Scheiß auf die Waffen. Oh. Ja, wie gesagt, auf beides zu gehen ist halt Unsinn. Warte. Er hat uns noch nicht gesehen. Jetzt hat er uns gesehen. Fuck. Munition verbraucht. Sind wir auch mal ein bisschen die anderen Waffen im Einsatz, so ist es nicht. Kann ich vielleicht hier rein? Nein, auch nicht. Sauerei. Okay, dann muss ich hier hoch vielleicht? Ich muss hier hoch, aber auf der anderen Seite. Oh, ich hätte viel eher hochgemusst. Dieser Raum hier hat mich abgelenkt. Es tut mir leid. Genau hier musste man hoch. Oder auch nicht. Hä? Da musste man doch hier rein und irgendwie nach oben. I'm very confused. Spiele habe ich auch nicht mehr so genau im Kopf, ne? Also von daher, kann das ja ruhig... Opa. Ah, siehst du, hier war ein Aufzug. So rum war das. Das kannst du vergessen. Guten Tag, die Herren. Ah, Munition für unser Scharfschützengewehr. Beste. Aha. Okay, dann auf. Nee, das war nichts, okay. Ja, ich sehe schon, Kyle amüsiert sich. Sehr geil, der hat jetzt auch ein Scharfschützengewehr. Ich kann aber besser zielen, offensichtlich. Da war ich Schuss. Ja, keine Ahnung, wir gehen mal näher ran. Ich sehe immer noch nichts. Da ist er doch. Ey. Gott, ich brauche bald wieder was zum Heilen, ne? Oh, ich sehe schon Freiwillige. So, der da hinten, der wird freiwillig, uns, Der ging schön schnell. Was war denn das? Ich. Das war gar nicht so übel. Okay, Mission erledigt. Schlechte Neuigkeiten, Jaden. Die Bahn wird immer schneller. Sie wollen sie in die Station jagen. Du musst zum Kontrollraum gelangen und sie so stoppen. Das sollte weniger das Problem sein, Kyle. Hui! Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich springen kann und wie ich dann hier nicht über Bord gehe, aber das ist auch egal. Ach shit. Da war das Gewehr leer. Jetzt müssen wir wieder alles von Hand machen.
What? Was zur Hölle hat mich da denn gerade erwischt? Ich wurde boah, Alter. Wie gemein. Ich wurde weggetasert. Kyle, es ist eine Bombe in der Bahn. Entschärf sie schnell. Du kommst gleich in einen bevölkerten Bereich. Ich dachte, die Jedi wären stark. Ich dachte, die Sith hätten was drauf. Hey, du. Okay, Mission erledigt. Na toll, macht verschwendet. Schlechte Neuigkeiten, Jaden. Die Bahn wird immer schneller. Sie wollen sie in die Station jagen. Du musst zum Kontrollraum gelangen und sie noch stoppen. Wer ist da? Erstmal ein wenig Leben auffrischen. Ah, viel besser. Kollege, wo kommst du denn noch weg? Arm ab, fertig. So. So, dann sparen wir unsere Munition lieber auf. Um vielleicht hier ein wenig zu entschlacken. Dankeschön. Der ist tot. Schauen wir mal, ob wir den hier kriegen. Ich glaube nicht. Oh, haben wir doch gekriegt. Nice. Sehe ich genauso. Es gibt kein Entkommen. Hi, guys. Hallo? Jetzt, hör auf, wegzulaufen. Lass dich grabben. Ah, besser. So, hier. Lichtschwert und gib ihm. So. Habe ich noch irgendwen vergessen? Ah, okay. Das war richtig knapp. Naja. Ich habe die Schiffe ausgeschaltet. Eigentlich sollten wir jetzt Ruhe haben. Eigentlich sollten wir, ja. Ausgezeichnete Arbeit mit der Bahn. Ihr wart genau zur richtigen Zeit dort. Wenn die Bahn in der Stadt explodiert wäre, hätte dies Tausende das Leben gekostet. Haben wir gern gemacht, kein Problem. Es ist etwas passiert. Wir brauchen dich zurück an der Akademie. Alles klar. Jaden, mit der dunklen Seite kann man nicht spielen. Vertrau mir, ich weiß das. Du musst lernen, dich zu kontrollieren, solange du noch kannst. Ja, ja. Ich habe euch hierher gebeten, da ich beunruhigende Neuigkeiten habe. Jemand ist bei mir eingedrungen und hat höchst wichtige Daten über Orte eingesehen, an denen ich eine starke Präsenz der Macht gespürt habe. Orte wie die Wolkenstadt, Horth und Biss. Was außer einem Tagesausflug kann man damit anfangen? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich glaube, dass das Zepter, das Jaden sah, irgendwie die restliche Macht vom Masasi-Tempel entzogen hat. Die Macht entzogen? Wie geht das denn? Ich bin nicht sicher, aber ich weiß durch die Jedi Holocrons, dass in der Vergangenheit Objekte erschaffen wurden, die die Energie der Macht speichern können. Die Leute, die Jaden sah, könnten einen Weg gefunden haben, die Energie der Macht mit diesem Zepter zu sammeln. Was ich als gefährlich erweisen dürfte. Und was planen wir daher? Wir müssen die Orte aus meinen Aufzeichnungen untersuchen. Daran werden alle Schüler teilnehmen. Corin, du gehst nach Wayland. Kyle, du siehst dich im Tal der Jedi um. Endlich etwas Action! Warum sollte jemand die Energie der Macht stehlen? Keine Ahnung. Du machst dir zu viele Sorgen, Jaden. Ich wette, dass diese Kulttypen gegen einen Jedi keine Chance haben. Wir sind aber noch keine Jedi. Wir sind nur Schüler. Ihr mögt nur Schüler sein, aber ihr macht beide große Fortschritte. Übertreibt es nicht. Jaden, ich sende dich nach Horth, wo ich eine Vision von Obi-Wan Kenobi hatte. Dort wird eine sehr starke Aura sein. Rosh, du begibst dich zu den Resten des Planeten Biss. Er liegt sehr abseits und der Kult kann dort kaum gewesen sein. Bleib nicht zu lange, die Hinterbliebenen könnten dort noch aktiv sein. In Ordnung. Dann hätten wir alles. Möge die Macht mit euch sein. Viel Glück, ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Okay, ab geht's.
Wir dürfen also nach Hoth, schön in die Eiswüste, sehr geil. Ja, wir können noch ein bisschen was machen. Die Mission hier ist auf jeden Fall ein bisschen länger, deswegen, ich denke mal, wir werden die nächste Folge komplett hier verbringen. Aber okay. Ja, lade bitte. Ach, Star Wars Mucke, sie ist so schön. Ich habe schon gesehen, ich habe auch schon wieder Urheberrechtsverletzung, bla bla, auf dem Kanal. Wegen der Star Wars Mucke. Aber es ist nur so, dass ich die Videos nicht monetarisieren darf. Aber das ist mir ja egal. Dann werden die halt nicht monetarisiert. Wobei wir momentan sowieso nichts monetarisieren, weil können wir gar nicht. Nichts. Irrt sich Meister Skywalker bei diesem Ort? Was ist das? Ja, Tauntauns. Sollte ich mir mal näher ansehen. In der Tat, sollten wir. So, ich traue der ganzen Suppe hier nicht. Sonst kann ich eine größere Distanz. Hey, bleib hier. Das Imperium? Hier? Vielleicht hatte Meister Luke doch recht. Hi. Nein, jetzt hallo. Okay, wir machen noch ohne Tonton weiter. Guten Tag. Hallo. Nein, niemals. Ach, leck mich. So viel dazu. So, was geht hier drin steil? Eishöhle, da kommen negative Erinnerungen an, über Luke hoch. Ich will dir nicht wehtun. Genau diese negativen Erinnerungen. Wow. Dummes Mistvieh. Also das hier bietet sich doch als Versteck an. 100 Pro. Okay, da geht's weiter. Da wollen wir noch nicht hin. Ich will doch erst ein wenig die Höhle auseinandernehmen. Haha! Da finden wir sogar richtig Gutes. Einmal fast... Okay, 50 nur. Was? Waren das nicht zwei? Okay, da waren es zwei kleine. Ich habe jetzt erst gedacht, das wären zwei groß gewesen, aber ist egal, komm. Also an der Stelle, da müsste ich noch arbeiten, wenn wir auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen würden. Ansonsten hätte ich die jetzt gerade nicht überlebt, aber gut, das ist halt, ne, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, entweder stirbst du da sehr oft, oder du spielst es halt vor 12 Millionen mal durch. Ich. Und, dann weiß ich ja, was auf dich zukommt. Ich. Kollege, du siehst ein Lichtschwert. Ich weiß auch nicht, ne? Also ich wüsste, was da los wäre. Dover Druide. Mmm, lecker. Sieht nicht so aus, als käme man von hier rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, warte, wir haben Kontaktminen gefunden. Wieso kann ich die nicht aufheben? Habe ich die schon? Ja, ist auch egal. Was haben wir hier noch? Lichtschwert an und gib ihm. Schade, dass man hier nicht direkt rot machen kann. Das würde ich cool finden. Tue ich das?
Ich zittere vor Angst. Zack, Arm abgetrennt. Hallo. Oh. Das wollen wir doch mal lassen. Ah ja, es. Zwei auf einen Schlag, sehr schön. So, wo kommen wir denn da als nächstes hin? Ah! Please help me! Holla, die Waldfee! Hi, guys! Ist noch irgendwer zum Auslutschen? Da ist einer zum Auslutschen. Das hatte ich ganz vergessen, dass hier ein AT-AT auf einen wartet. Wuhu! Gut, Kinders, wir sagen an dieser Stelle see you guys und ja, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Star Wars Jedi Academy. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.